Ei, hallo ihr alle. Heute sind wir da. Ja, wo ist da? Da ist in der Nähe von Trier, in so einem kleinen Örtchen, dessen Namen ich schon wieder vergessen. Das erzählt euch bestimmt der Marco. Aber die Traumschleife, die wir heute laufen, ist die Trierer Galgenkopftour. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken und der Marco erzählt euch noch ein bisschen mehr. Ja, der Ort, wo wir da genau sind bei Trier, das ist Taforst. Kenne ich auch nicht, ist aber ein Nebenort. Und jetzt wundern wir euch, warum da jetzt am Mittwoch um und was kommt, obwohl gar keiner dabei ist. Ganz einfach, wir haben so viel Material bis Ende des Jahres 2023, die komplette Samstag ist voll. Und da haben wir uns entschlossen, wir tun jetzt hier, mittwochs um und noch was bringen. Also, jetzt viel Spaß beim Gucken und bis später. Ciao! Die Doppelschilderung, die ist ziemlich bekannt. Und zwar ist das die vom Sachunsrücksteig. Die ist schon was ganz Besonderes, denn die führt von Perl bis nach Bobbert am Rhein. Und das über so eine 20 Etappe. Wir sind fast oben. Wow, wo sind wir, Marco? Ganz oben. Ja, endlich. Wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Galgeberg. Nee, Galgebergkopf? Galgenbergkopf.
Boah, was denn jetzt fertig? Nicht fertig wie die Quetsch, weil der Weg war eigentlich ziemlich bequem, wenn man das so sagen kann. Ziemlich ereignisarm. Es gibt zwei schöne Aussichtspunkte, Emmons Museltal, Emmon Waldrach runter, von so einer ehemaligen Kliburg aus, von der aber nichts mehr da ist, bloß zum Gedenke nur noch großes Kreuz aufgestellt. Das waren eigentlich auch so die zwei Highlights dieser Tour, das haben wir ja auch eben gesehen. Die Tour ist für Leute echt geeignet, die einfach nur im Herbst oder im Frühjahr Kilometer machen wollen, die ein bisschen raus wollen, die vielleicht hier auch in der Nähe wohnen oder im Umkreis von 20, 30 Kilometer. Bei mir sind jetzt 70, 80 Kilometer hierher gegurkt und naja, dafür hat sich sie für uns jetzt nicht wirklich gelohnt. Aber an sich ist der Weg sonst eigentlich anspruchslos, auch vom Untergrund her. Also da brauchen wir auch nicht viel Kondition oder viel Erfahrung. Natürlich anständige Schuhe und vielleicht was zu essen und was zu trinken, weil einkehren können halt auch nirgendwo, außer halt am Startpunkt. Und von der Warte aus gesehen, glaube ich, habe ich alles gesagt. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Man sieht sich. Ja, für mich bleibt nicht viel übrig, ne? Außer eine Steigung hat es gehabt, da braucht man doch ein kleines bisschen Kondition, aber ansonsten alles gut. Sonst bin ich beim Sarah dabei. Jetzt noch vielen, vielen Dank an unsere über 500 Abonnenten. Danke dafür. Dann hoffen wir mal, dass wir die nächste 500 auch noch knacken. Ne? So, wir sehen uns am Samstag wieder. Und bevor ich es vergesse, ganz, ganz liebe Grüße, Topper, an dich. Es war erst für nächstes Jahr gedacht, das wäre ja schon, ab wann es anfängt. Aber jetzt schon ganz liebe Grüße. Tschö! Kennt ihr die Markierung da? Das ist die Markierung vom Sachunsrücksteig. Und der läuft. Ich hab's so schön gesagt. Und jetzt muss ich mit dir alles nochmal neu machen. Ja, sei ruhig.